Wow, einfach nur wow. Verdammt, dein Timing ist bemerkenswert. Weißt du, wie man einen Heli fliegt? Tiere vor der Sekte sicher wären, aber von wegen. Sie sind mit reichlich Ausrüstung in der Howling-Höhle und fangen Wölfe ein. Gefängnis gehört. Weiter so. Man muss Adelaide für ihren Geschäftssinn bewundern. Hey, ich habe gehört, dass es in den Widerstandshops neue Sachen gibt. Das könnte sich lohnen. Was in deiner Sorte tun könnte. Ja, ich bin's. Jetzt sperr mal schön die Lausche auf. Schlimm genug, dass dein kleiner Gigolo in meinem gottverdammten Yacht aufwohnt. Aber wenn du weißt, was gut für dich ist, lässt du ihn nicht in die Nähe von meinem Lieblingsspielzeug. Und nein, das ist keine Drohung. Probier's aus. Also in dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Wieder drohen, sonst schieße ich dir deine Karre zu Schrott. Mensch. Wunschliste für den Yachthafen. Ah, das lese ich mir nicht durch, das ist viel zu lang. Alter. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu. So, erstmal Munition auffüllen. Weil ich habe ja keinen unendlichen Schuss. Mimimi. Ja. Gar nicht strange. Komm, schön, dass ich kann weiter Munition aufnehmen. Da, was? Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, ich bin Herks Mom. Und nein, ich will nicht wissen, was er angestellt hat. Dann muss ich vor Gericht nicht lügen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde, erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Die Schießerei geht los! Komm her, Sahneschnittchen. Ich brauche deine Hilfe. Wo war ich? Ah ja. Diese wandelnde, erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Gut, dass sie erstmal geschrien hat, dass ihr Toyboy weggenommen wurde. Na, der steht doch hier drin, Mann. Ich habe einen Auftrag für jeden Angler, der Zeit hat. Am Yachthafen schwimmt ein riesiger Albino-Fisch herum. Die Einheimischen nennen ihn Ragnar den Schrecklichen. Die Leute versuchen, Ragnar schon ewig zu fangen, aber der ist verdammt stur. Er treibt sich gern an der kleinen Insel da drüben rum. Es wäre gut für die Moral, wenn ihn endlich mal einer fangen würde. Ich glaube, du hast, was man dazu braucht. So, wo müssen wir hin? Oh, oh. Oh, wir müssen den Helikopter retten. Der ist da oben, Alter. Die besten Prepper halten ihre Vorräte. Schön, wie du hier mit dem gottverdammten Granatwerfer rumhantierst. Nein, das ist auch ein Mörser. Stimmt, das ist ein Mörser. Wo ist denn jetzt hier die. Hä? Ich glaube, du solltest den Helikopter bestellen, weil du hast so einen abgefahrenen Apache, ne? Ja, den bekommst du aber auch, wenn du die Mission gemacht hast. Oder war es der? Ah ne, das ist die Tulip und ich habe den Combat Foxfly Vietcong. Sag ich derselbe, bloß halt in einer anderen Farbe. Komisch, kann ich den nicht kaufen, ich muss nochmal gucken. Weil du die DLCs nicht hast. Achso, also wirklich, okay.
Ja, also das sind DLC-Heli und den anderen, da musst du erstmal die Mission mit der Tulip machen. Ja, die machen wir jetzt ja gerade. Erstmal schon auf uns aufmerksam machen. Wir kommen. Oh ja, aber das war was anderes. Ja. Holy shit! Und weiter geht's. Als wäre nichts gewesen. Ja. Volle Leben. Das ist einfach nur so ein Outpost. Also so eine Ausschau, Aussichtsplattform. Okay. Das war's. Das war einfach. Finde den Piloten. Alter. War, glaube ich, auch einer, der einen Körper versteckt drin hatte. Nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen! Das war die Mission? Bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, gucken wir mal. Mensch, was ist denn hier passiert? Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja, so eine? Spielst du nicht gerade aufgehangen, als ich die Notiz gelesen habe, oder? Ach, also die Notiz war nicht lesbar. Naja. Das ist schlecht. Ja, aber es hat sich trotzdem das Versteck aktualisiert, also. Okay, gut, ich sehe da unten Paper Stash. Mittlerweile sehe ich ein paar Paper Stashes. Ja, wo ist denn jetzt die Quest von der alten? Oder war es das jetzt schon? Theoretisch haben wir jetzt schon den Piloten getötet. Achso, naja dann. Guck mal, das hier ganz in der Nähe. Aber schnell rüberfliegen. So, Boomer muss jetzt noch sieben. Noch sieben Gegner töten. Dann ist er Mega Boomer. Ne, dann haben wir das. Na. Dieses Live-Event geschafft. Achso. Ich hab's markiert, hier den Berg oben drauf, glaube ich. Easy. Was ist das für eine Mission jetzt? Da sollen wir. Begib dich auf den Wanderweg hinauf zum Raptor Peak. Ein Trupp vom Widerstand ist auf den Raptor Peak geklettert, finde ihn. Höhen laufen. Am Arsch. Du musst du schlau genug sein. Schönen guten Abend, Delta Jerrys. Grüß dich. Hallöchen. So, die sind bestimmt hier irgendwie tot. Mann. Und wir sollen jetzt den Stash finden. Okay, ich lande einfach mal und versuch's. Bestimmt hier bei den Zelten, oder? Guck mal, hier liegt doch schon einer tot rum. Schön. Ja, tatsächlich. Hä? Bin alles hier hochgeschleppt. Als ob. Wer macht denn sowas? Au. Oh. Wow. So. Wer? So. Oder unten ist Gegner. Fuck. Ja, da ist irgendwas markiert. Ja, aber ein bisschen weit. Ja, war schön. Keine Ahnung, ob es ein Treffer war. War ein Treffer, ist doch schon. Der rollt auch gerade die Leuchte runter. Es ist. Super! Was war das denn? Ein Wolf? Keine Ahnung. Das war ein Puma. Alter, was hab ich denn jetzt angeklickt? Ah, guck mal.
Oh. Miet vom An. Nee, hey, das wollte ich gar nicht. Warum habe ich das jetzt? So. Fliegen wir mal zu Dr. Sarah Parkins. Das ist da vorne, 1600? Ja. Tatatatatat. Man flirrt so schief. Der Hubschrauber leckt wie die Hupe bei mir. Hat das Gefühl, man kommt gar nicht vorwärts, wa? Warum leckt es so krass bei dir? Ja, sind immer diese, so eine kurzen Ruckler drin, ne? Wahrscheinlich. Ja, wegen der Desync. Ja. Weißt du, wie... Oh, da unten sind Gegner. Mit Desync kennen wir uns ja aus. Wo sind Gegner? Da unten. Ist oben auf der Minimap, auf der Minimap, auf dem Kompass. So, ich sehe, ja. Da fahren ein paar Autos rum. Ja. Passt. Ach, guck mal, da unten läuft's auch gut, mal. Ja, schneller als wir, Mann. Das gibt's gar nicht. Wie schnell kann dieser Hund rennen? Weiter geht's. Wenn er es mit den Raketen ballern müssen, glaube ich. Ja, habe ich alle verschossen. Achso, die muss ja manuell nachladen, ne? Ja, du musst die Munition kaufen. Für 1000 Dollar. Und die wert. So, hier ist doch wieder irgendein Feind. Ja. Was läuft denn mit Wolf rum? Mehrere Wölfe. Alter, wird. Okay. Alles. Warte, ich komme eine Runde. Oh, hier sind Schallplatten. Schalli? Was sind die Olle jetzt? Ach ja, die ist. Dieser Wald ist eine Todesfalle. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ach, die war das. Ich bin übrigens Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich dachte, es würde sich beruhigen, wenn Jacob tot ist. Ich habe mich getäuscht. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Ich glaube, da ist was. Team will was entwickeln, damit wir diese riesigen Wölfe besser jagen können. Ich würde mal sagen, wir haben genug davon. Aka deine mega krasse Knarre da. Welche krasse Knarre meinst du? Naja, beide eigentlich. Deine Pistolenerweiterung, die quasi eine Atombombe ist. Oh, ein Tagebucheintrag. Eli, einer von der Whitetail-Miliz, kam letzte Nacht vorbei. Er wollte uns überreden, aus Hope Country zu verschwinden, weil diese Leute von Eastgate uns etwas antun könnten. Ich habe ihm gesagt, dass unsere Arbeit hier noch nicht erledigt ist und dass wir noch ein paar Tage brauchen, wo wir gehen können. Ich sagte, für so gebildete Leute verhaltet ihr euch ganz schön bescheuert und stürmte davon. Ich bin sicher, dass er nur paranoid war, wie die meisten anderen hier im Park. Ich meine, wer sollte beim Haufen Umweltschützer schon was antun wollen? Tagebucheintrag 140. Heute musste ich Bailey begraben. Der Biss muss eine Arterie erwischt haben oder so. Sie hat so viel Blut verloren. Ich war bis zum Ende bei ihr. Aber da hat ihre Hand gehalten und dann war sie tot. Ich weiß, ich bin kein Soldat, aber ich werde nicht zulassen, dass sie umsonst gestorben ist. Ich kann vielleicht nicht schießen, aber ich kann Eli und seine Whitetails auf eine andere Art helfen. Diese, wie hat Eli sie genannt, Judges, werde es ihnen mit Wissenschaft heimzahlen. Mit den richtigen Daten könnte ich vielleicht etwas erreichen und dann ist dann niemand umsonst gestorben. Die Theoretiker. Oh, noch ein Tagebucheintrag. Schon 2 Tage her und immer noch keine Spur von Howie.
Er wollte Proben sammeln gehen und ist nicht wiedergekommen. Und jetzt hören wir ständig dieses Geheul aus dem Wald. Ich mache mir Sorgen, dass Eli recht hatte und dass wir hätten fliehen sollen, als wir die Chance dazu hatten. Ich sehe immer mehr von diesen Eden Skate-Typen mit ihren weißen Trucks herumfahren, aber wir verstecken uns jedes Mal, wenn sie kommen. Bailey und Kent wollten versuchen abzuhauen. Bei der verstärkten Sektenpräsenz hier weiß ich nicht, ob sie es schaffen können. Gott verdammt, ich bin Wissenschaftler, für sowas bin ich nicht gemacht. Es ist übrigens schön, dass alles um mich herum explodiert, wenn ich hier versuche, Sirius einen Text vorzulesen. Und, hi. Und du einen Astronautenanzug hast. But why? Ich passe mich gerade meinen Waffen an. So viele Spezies hier. Könnte gleich anfangen. Hier liegt noch ein Zettel. Oh. Alles vorlesen. Letzte Nacht wurden wir von irgendwas angegriffen. Zuerst haben sie Kent erwischt und irgendwohin verschleppt. Bailey wurde ins Bein gebissen und sieht nicht gut aus. Am Morgen werden wir versuchen, ein Krankenhaus zu finden. Ich weiß nicht, was uns angegriffen hat. Ich schätze, es war eine Art Canis Lupus, aber irgendwie verändert. Von den roten Markierungen am Kopf nachzuurteilen, wurden sie von Menschen verändert. Aber welche chemisch-biologische Substanz könnte so etwas bewirken? Ich habe ein paar Theorien, aber ich brauche mehr Proben, um sie zu prüfen. Gut, dass ich die Tagebucheinträge nicht in Reihenfolge vorgelesen habe. Gigi. Für diese Jahreszeit. Ich höre ihn irgendwo rumballern. Nein. Doch. Nein. Noch zu lügen. Ja, guck mal. Ragnar der Schreckliche. Hui. Wir hatten den Helikoptereinsatz noch nicht ganz fertig. Lass mich mal fliegen, das ist doch eh so ein mega krassen Ballermann. Heb ab. Heb ab. Heb ab. So. Weil ich jetzt nämlich jede Waffe benutzen kann. Oh Gott. Stehst du auf dem Helikopter? Sieht das so aus? Ja. Besuch? Nee, ich hab gerade einfach nur so geschossen. Nee, aber wir wurden ja entdeckt. Treffer. Nice. Ich lösche dir den Weg. Und die explodiert automatisch nach einer Weile, oder wie? Ja. Was ist passiert? Du bist tot, sehe ich. So, was war denn? Landen? C oder X? C. Achso, musst aber nicht bei mir landen jetzt. Achso, okay. Das ist Frost. Flieg einfach weiter. Ich habe Sprengstoff geworfen und das hat mich umgekillt. Das ist aber komisch. Was ist denn ja passiert? Ja, es hat mich in die Luft geflogen. Ich glaube, bei mir ist Steuerung landen. Kann sein. Bei mir ist halt C hin, okay. Du hast auch schön umgelegt. Ja. Na gut, ja, Leute. Direkt mal die Quest fertig gemacht. Alter, das war ein Heavy! Oh! Du hast Boomer getötet. Ich hab ihn auch. Du hast einen Heavy, der sonst nie stirbt, mit einem einzigen Schuss umgelegt. Ist mir ein Rätsel, wie das gehen kann. Mir nicht. Ja, Boomer ist komplett verreckt. Ja, toll. Übrigens einer in der Hütte verkrochen. Ich habe da von oben eine Karte gesehen. Ach, die liegt auf seinem Tisch da hinten.
Oh, hier ist wieder eine Sektnotiz. Die neue Welt wird eine segenreichere sein. Habt ihr gesehen, wie viel Gutes das Blitz in dieser Welt bewirkt hat? Selbst noch am Ende ihrer Lebensspanne. In der kommenden Welt werden wir jede Menge davon brauchen, da wir nicht einmal wissen, ob wir unsere Pflanzen noch anbauen können, sobald wir endlich wieder aus den Bunkern hervortreten können. Wir müssen diese Fässer für den Kollaps aufsparen. Für die Angels, das Wasser und die Tiere ist schon genug im Umlauf. Diese Fuhr geht in den Bunker, bewacht sie bitte. Was schießt denn hier? Ich weiß nicht. Oh, da ist ein Gegner. Du hast irgendwie die Geisel befreit, während du wild rumgeschossen hast. Ich frag dich, wie du es geschafft hast. Ja, ich war vielleicht bei der Geisel selbst und hat dich befreit. Superfail TV. Superfail 1995 TV. Oh, was meinst du? Danke für den Host, Mann. Übrigens hat... Danke, dass du einen Lurker rübergeschickt hast. Dass ein Mate hat mir den Heli geklaut? Ja. Ich hab den Typen rausgeschossen, dann ist der Heli. Und Superfail 1995 TV, danke für dein Follow, Mann. Willkommen in der Community. Oh, der sieht aber eigentlich gar nicht Allihallo. So schlecht aus. Und kaum Grüße gehen raus rein. An die Zuschauer, die du rübergeschickt hast. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Liest euch ihre... Achso, das ist ja wieder diese komische Sammelnotiz hier. Die ich schon 20.000 Mal vorgelesen habe. Haben wir hier noch was? Munition oder irgendwas? Nee. So, unser Helikopter ist... Er ist nur umgekippt. Können wir ihn noch fliegen? Nein. Ach man, hier ist alles in Schutt und Asche. Was hast du denn schon wieder gemacht? Du hast die Sachen zerschossen. Ich habe eine Notiz gelesen, wie soll ich denn dabei schießen? So, wie sollen wir jetzt da hinkommen? Das andere ist irgendwie 3 Kilometer weg. Irgendwo ein Heli suchen? Na warte mal, hier oben. Rechts hoch ist irgendwie eine Station. Okay. Wie man auch auf der, auf dem Kompass sehen kann. 420 Meter ist ein Slash. Ja, Geld haben wir genug. Oh, ich sehe auch gerade, dass meine Zuschauer gar nicht den Kompass sehen können, weil mein Overlay das verdeckt. Welche nice. Zuschauer? Hey, hey, hey. Ich habe hier gerade einen Host reinbekommen. Oh, Daniel! Daniel! Alter, wo du bist? Ja, wo du bist? Meintest du nicht hier oben hoch? Nee, hier runter, rechts. Einmal mit Profis. Ja, wunderbar. Ab. Oh, da drüben ist ein... Konvoi? Holy shit. Das ist nicht passiert. Du hast gerade einen Schrein zerstört. War das jetzt schlecht? Der Sniper. Bei dir schießt doch irgendwas. Nee, bei dir schießt irgendwas. Ja, meine ich ja. Hä? Du meintest gerade, bei mir schießt irgendwas. Nein. Ich hab gesagt, hier schießt irgendwas. Aber worauf? Keine Ahnung. Warum brennt denn hier alles? Ein Perl. Okay, ich schieß nichts mehr. Partner wurde entdeckt. Zu spät, Leo. Zu wenig, zu spät. Jetzt will mich ab. Ja, warte doch. Ich muss jetzt erstmal zum Helikopterpunkt rennen. Wird die ganze Zeit wieder entdeckt. Ich hab leider nicht so geile Helikopter wie du. Egal. Ja. Della. Della. Und ran. Yay! Hört immer schlecht, wenn ich das höre, ne? Hui! Hey und hui und. Warte mal kurz, ich versuche deine Flugrichtung zu. Unten, unten! Hängst du an dem Kabel? Hängst du schon wieder mit dem Kabel unten am Helikopter? Naja. Ich hab's gesehen. Lüg doch nicht. Hui! Kann ich Waffen benutzen? Nee. Lügt er mir dreist ins Gesicht? Gibt's auch gar nicht.
Das ist so witzig mit dem Rippel. Ich kann mich noch erinnern, wo der Bot auf einmal geflogen ist. Und ja, ich stand auf der Kufe und du hingst unten dran und irgendwie sind wir beide gestorben. Boah. Also ein bisschen schunkeln. Hui. Ja, das ist aber so dumm, wenn das Spiel so krass rumlegt. So dissynchron ist. Okay, ich bin irgendwie auf der Kufe gelandet. Du bist wo gelandet? Mein Helikopter zittert die ganze Zeit. Ich war auf der Kufe. Ah! Ab. Kannst du nicht wie normale Menschen auch einfach im Cockpit mitfliegen? Nein. Hier sinkt so unglaublich langsam der Heli, ne? Hier sind auch Puffs. Oh. Oh, das geht gar nicht gut. Ja. Noch mal kurz den Outpost befreien. Ja. Wenn wir schon mal da sind. Hier war gerade ein Wolf genau neben uns. Ich geh rein. What the fuck, Mann? Wie OP kann eine Waffe sein? Einfach mal in 10 Sekunden den Outpost befreit. Hätten wir den Heli genommen, hätten wir es genauso schnell geschafft. Ich glaube, so haben wir es noch schneller geschafft. Ach. Ich glaube, ich schmeiß die Waffe wieder zurück. Das ist ein bisschen zu krass. Wieso? Passt doch. Okay. Können wir hier eigentlich ein Fahrzeug? Gute Arbeit bei der Befreiung des Hot Springs Hotels. Wir können ja, glaube ich. Sieben Waffen. Ja, ist ja auch nur Waffen. Wenn die meisten Leute sich das zweimal überlegen werden. Manche behaupten, es wäre. Kultisten bist du erstklassig losgeworden. Aber ich habe auf solche Quatsch nicht viel gegeben. Egal. Machen wir weiter so, Rookie. Oh. Halt mich nicht für verrückt, aber da ist ein irrer Bär in Lydias Höhle. Die Sekte hat wohl ihre Drogen eingesetzt, um ihn in eine lebende Superbärenwaffe zu verwandeln. Hat nicht geklappt. Und jetzt ist er frei. Er ist wirklich böse und echt stark. Wir haben ein paar Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam. Das war ich nicht. Okay. Kann er jetzt einfach die scheiß Quest zu Ende? Oh. Hilfe! Dude. Gerade wenn man meint, es könnte nicht schlimmer kommen. Danke. Also wie gesagt, er ist wirklich böse und echt stark. Wir haben ein paar Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam zurück. Ich hoffe, du schaffst es, uns von dem Viech zu befreien. Bitte, bevor er noch mehr Menschen tötet. Der Judge Bear. Ja. Judge Puma, Judge Bear, was kommt als nächstes? Judge. Hier gibt's auch noch. Was gibt's noch? Das ist ein, na, wie heißt das so? Nicht Rentier, Age. Ach so, okay. Mit deiner Waffe kein Problem, sag ich mal so. Durch einen Akt Gottes starben 16 Menschen in diesem Hotel und die wollten mir erzählen, dass es hier keinen einzigen Geist gibt? Klar. Das ganze County ist etwas unheimlich. Es ist sogar eine durchgeknallte Sekte, die hier ein paar Geschäfte betreibt. Ja, das ist ein Übersetzungsfehler, glaube ich, hier. Lustige kleine Kerlchen und Kerlinnen. Das Hot Springs Hotel trifft geradezu vor paranormalen Aktivitäten. Das Elektroplasma manifestiert sich sogar als Nebel. Ich kann nicht glauben, dass noch keiner meiner Kollegen über diesen Ort gestolpert ist. Ich wette, ich komme damit ins Fernsehen, wenn ich die richtigen Leute anrufe. Who am I gonna call? Ghostbusters! Endlich habe ich abgehört, die Sekte geht jetzt in ist der auch so schwummerig. Und die ist echt riesig. Ich bin gerade auf Waffenladen. Achso. Ich finde, es ist das Risiko wert. Vor allem, es gibt neben der krasse Waffe, die ich jetzt habe, noch eine Pistole. Also noch eine zweite Pistole. Alles klar. Muss mal gucken, was sie macht. Ist das hier der Taser?
Lol. Alles klar. Jetzt die Waffe denn. Ich bin die ganze Zeit Dauerstoned irgendwie. Jo. Alles klar. Ich hab's gerade irgendjemand mit dem Auto abgehauen. Ja, hab ich auch gesehen. War super.